So, willkommen zurück zu Judgment. Zu The Lost Judgment. So, wir haben hier. Oh, ich weiß nicht wirklich, was hier ist. Okay. Was ist denn unsere Aufgabe hier? Befrage Todoroki. Todoroki, ja. Nach Oshikiri. Okay. Und wir haben noch im Krimi-Club ein bisschen was zu tun. Um das zu bestätigen, muss ich ein. Okay. Ja. Geil. Wir haben Skillpunkte. Ich habe gesehen, die kann man gar nicht skillen, weil wir in den jeweiligen Skills hier oben noch nichts investiert haben. Und dann Skill hier freigeschaltet beim Tiger. Cool. Power Slide mit dem Skateboard, alles klar. Ja, ansonsten können wir hier noch investieren. Wir könnten ein bisschen sparen, theoretisch. Und so viel Möglichkeit noch. Ich würde gerne eigentlich mal hier ein bisschen was weiterkommen, deswegen würde ich einfach jetzt mal hier gerne rein investieren, einfach mal ein bisschen was zu machen. Zack. Oh, komm, ich habe sogar Skill-Abenteurer, jetzt Achievement sogar noch. Sehr schön, hier gab es noch einen 1200er, genau, den nehme ich auch nochmal mit. Zack, dann haben wir einfach mal ein paar Skills gelernt, ne? So. Ich sogar noch irgendwas, so ein Kranich kann man noch was skillen, okay. Entschuldigung, so was haben wir denn beim Kranich? Ah, hier haben wir einen 600er. Luftgehend. Halte L1 und drücke X. Natur X da. Nation ist die Expo Boost immer aktiv. Okay. Nun gegen Knockouts. Oh. Das kommt doch mal gut. So. Gut, ja, hier haben wir noch den anderen Club. Der Boxclub ist immer noch gesperrt. Warum auch immer. Wenn wir gut vorankommen. Dann quatschen wir mit ihm mal, ne? Was willst du? Na. Ich will mehr über Oshikiri wissen. Dazu? Über Kenja? Was denn? Warum kann er nicht boxen? Racheboxer. Körper. Als ich Oshikiri im Ring sah, fiel mir auf, dass er aussah, als hätte er schon so einiges mitgemacht. Wenn das für einen Schüler der Highschool. Was für ein Training, nein, was für ein Leben hatte er, um so zu enden. Warum fragst du? Ja. Deine Neugier. Ja, dann geht dich das nichts an. Was soll die ganze Fragerei? Führst du einen Kenya-Fanclub oder was? Verpiss dich! Ich muss wohl erst sein Vertrauen gewinnen und wenn es nur ist, damit er nicht etwas auftaut. Ah. Sag mal, Todoroki, hast du schon mal vom Racheboxer gehört? Racheboxer? Das ist der Name, den man so hört. Man sagt, er sei ein verdammt guter Boxer. Yagami. Letzte Woche hat mich jemand genau das gleiche gefragt. Sie war natürlich ziemlich misstrauisch uns gegenüber. Irgendein Mädchen von der Highschool. Highschool-Schülerin? Oh. Dann kann ich mir schon denken, wer das war. Masawa, genau. Der erwähnte Gerüchte, dass jemand von meinem Studio der Racheboxer wäre. Yagami, bist du etwa bloß hier, um uns auch hinterher zu schnüffeln? Ach was. Ich will nicht sagen, dass alle hier eine blütenreine Weste haben, aber außerhalb des Studios müssten meine Boxer ihre Fäuste stecken lassen. Sollen ja nicht ihre Leben wegwerfen unter den Knast. Sollen lieber in einen gottverdammten Ring hier drauf gehen. Verdammt, Amasawa. Gerade den hättest du ja nicht misstrauisch machen sollen. Na. Warum lässt du niemanden mit ihm trainieren? Er brennt doch offenbar darauf zu üben. Das sollte dir doch schon klar sein. Sobald sich der Schalter in seinem Kopf umlegt, gibt es für ihn kein Halten mehr. Wenn ich so darüber nachdenke, sein Verhalten hat sich tatsächlich geändert, als ich diesen starken Treffer gelandet hatte. Es war noch nicht, da war noch gar nichts. Wären wir nicht dazwischen gegangen, wärst du jetzt ein toter Mann. So schlimm? Normale Kämpfer bremsen sich instinktiv, wenn sie wissen, dass sie es nicht übertreiben sollten. Aber Kenja vergisst es einfach alles. Wenn sich der Schalter umlegt, wird er zur rasenden Killermaschine. Er hört erst auf, wenn sein Gegner tot ist. Dann, wie konnte es so weit kommen? Wer weiß. Aber mal ehrlich. Die Seele eines Boxers hat schon
Hat er schon ruiniert. Mhm. Wie das? Hier hat mal ein Boxer trainiert, der auf dem besten Wege nach oben war. Takuro Mikimoto. Er wurde Profi, nachdem er die drei Eisgemeinschaftsmeisterschaften gewonnen hatte. Er war unschlagbar. Nach seinem Debüt stieg er auf und er hatte ein paar Top-Konkurrenten geschlagen. Ich dachte schon, wir hätten da einen künftigen internationalen Meister entdeckt. Aber dann musste sich Mikimoto auf die japanische Leichtgewichtmeisterschaft vorbereiten und kam zu uns. Er fragte nach einem Trainingspartner und Kenji ging hin und stellte sich vor. Im ersten Moment hielt sich Kenji gegen den hocharrangierten Gegner, aber als Mikimoto ihn mit einem Konter erwischte, als die zweite Runde begann, hatte Kenji Schalter schon umgelegt. Er durchschaute alle Manöver Mikimotos. Plötzlich begann er einen Konterangriff und er kam. Ich konnte es kaum glauben, der Boxer der A-Klasse wurde von einem Teenager-Amateur total fertig gemacht. Jede Technik, die Mikimoto entwickelt hatte, war gegen Kenji im Killer-Modus wirkungslos. Und dann kam die dritte Runde. Der Gong ertönte und der mächtige Mikoto weigerte sich, aus seiner Ecke rauszukommen. Dann muss es ihm wohl aufgegangen sein. Es ging wirklich Monster in der Welt. Eng die selbst ein Genie im Ring, wie er niemals ankommen würde. Heute habe ich Kenji nicht mehr trainieren lassen. Das Risiko, dass das noch einmal geschehen könnte, war zu hoch. Ich mysteriös. Ja. Was ist damit diesem Mikimoto passiert? Nichts Gutes mehr. Die Geschichte hat ihn im Grunde gebrochen. Seit damals lässt er sich hier kaum noch sehen. Sag nicht mal mein Hallo. Er soll ein ziemliches Arschloch geworden sein, hängt mit den Schlägertypen rum und ist auf Ärger aus, ohne einen echten Job zu haben. Ich verstehe. Aber kann denn ein Amateur, selbst ein Wunderkind wie Ushikiri, wirklich einen erstklassigen Boxer besiegen? Das ist an sich nicht so ungewöhnlich. Egal wie stark sie sind, unter den richtigen Umständen können Boxer gegen Gegner auf niedrigem Niveau verlieren. Aber Keijis Fall ist wirklich extrem. Sein Kampfstil bewältigt seinen Gegner komplett. Er schlägt einfach weiter zu, bis sie erledigt sind. Egal wie viel Training oder Technik, Kenji hat all das und dazu noch und Stolz einfach in die Tonne. Streitet Oshikiri Amateurkämpfe? Wenn ihm dabei der Schalter umgelegt wird, könnte es schlimmer werden. Nach den Bestimmungen des Verbandes kann er das. Er ist vor über einem Jahr eingetreten. Momentan nicht. Wurde suspendiert. Suspendiert? Weißt du was? Ich glaube, habe ich schon gehört, aber warum? Was hat er getan? Schluss jetzt, was geht dich das Ganze an? Aber will er wohl lieber nicht reden. Heute dringe ich wohl nicht mehr zu ihm durch. Okay. Da sind wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen mittlerweile im Boxgym. Da sind wir jetzt wahrscheinlich wieder trainieren. Oh, Yagami. Was willst du heute machen? Trainingkampf Skills erlernen? Ich kann mit Geld. Skills erlernen, okay. Offiziellen Gegner mehr Ex-Liste zu erhöhen. Und Gegner können Gegner Zornig machen. Wenn du noch wenig Gesundheit hast, füllt sich deine Ex-Liste schneller. Okay. Verzicht. Braucht die Ex-Liste ist während des. Oh. So ordentlich, ne? So, athletisch ge. So. Zerstorben. Die Ex-Liste füllt sich mit Angriffen in der vierten Runde schneller. Je mehr du umgeworfen hast, ist halt wichtig gewesen. Deckung, die ab. Ein einfacher Angriff, der direkt nach einer Deckung ein Jab landet. Und schlagen. Auch noch. So. Dann genau noch. Das war schon viel Geld verloren. Hat er 100.000 kostet der hier? Ach du meine Güte. Okay, da muss man echt ein bisschen. Das Schaukampf. Ich.
Trainingskampf gegen ihn. So viele Gegner? Ach du meine Güte. Da haben wir mal ein paar neue Skills gelernt jetzt. Schauen wir mal. Makoto Ishizu, ne? Schattenboxen oder was? Bumm. Ja, steht's nochmal auf. Schattenisch, okay. Und den auch wieder besiegt. Okay. Dann haben wir unseren nächsten Gegner. Was Neues gelernt? Nö. Auch da. Dori-Rolle. Okay. L1 und L3, okay. Und wir gingen ihn. Zack. Kümmern wir uns mal um die Lappen. Würde ich sagen. Schön durchgeboxt. Da steht der Weg mal auf. Ja, ich glaube auch nicht. Nipp. Wir haben uns auch zerlegt. So, dann sind wir Stufe 2 überall. Sehr schön. Das gefällt mir doch. Oh, komm, passiert sogar was. Weiter hat er wohl genug. Wir auch? Session? Sag mal ja. Wo fangen wir ihn jetzt? Es ist Abend geworden, okay. Verdammt. Soll ich ihm folgen? Ganz schön aufmerksam. Zählt vor ein wildes Tier oder was? Moment mal. Dieser Starks macht etwa irgendwas Angst. Ich bin ja Oshikiri. Ich werde nicht los ihm. Ist er definitiv stark, aber seine Angst vorhin wird nicht leicht sein, ihn zu beschatten. Aber versuchen muss ich es. Es ist echt Nacht geworden, okay.
So. Wo denn hin? Okay. Den Trumpf verstecken? Oh, nicht. Sehr grün kriegen. Der auf der auf grün wartet, wundert mich. Ja, wo gehst du in Richtung Schule? Ja, wo gehst du hin? Da schwimmt ja auch sehr viel mehr rum. Ich bin nicht da. Einfach weiter. Hier ganz gemütlich. Sich selbst. Sonst. Jetzt kurz. Das Feeling oder was? Okay. Aber auch weg, okay. Sonst. Den sind mal gesehen. Heute. Aha. Aha. Na, Lunke hier. Wo willst du hin, Junge? Bitte mit dir, der geht da wieder mit Boxen. Nee. Schau mal. Er sagt ja, Box da nur. Sogar noch Schattenboxen nach dem Training. Ist nicht engagiert. Bin mir ziemlich sicher, dass man sich mit Schattenboxen an Gegner vorstellen soll. Sein Gesicht sieht aus, als würde er gegen jemanden noch stärker antreten. Jikiri, bist du ja? Was gibt's? Mein großer Bruder wurde vom Racheboxer zusammengeschlagen. Das bist doch du, oder? Gibst du, du Arschloch. Ich weiß es nicht.
Sollte, ich weiß nicht zu sagen, ist ein bisschen komisch, weil so eine klare Ja- oder Nein-Antwort neigst, ne? Dazu, mein Bruder hatte beim in Bukai gegen dich gekämpft und er sagte, der Typ hätte den gleichen Kampfstil wie du. In Bukai? Was ist das? Ich sagte, ich weiß es nicht. Spiel nicht den Dom. Konnte Shikiri nicht. Er hat sich eben sogar selbst davon abgehalten, anzugreifen. Hey, hey, los, auf ihn. Er will wissen, was ihn verfolgt. Dass ich ihn verfolgt habe. Ich habe keine Wahl. Oi. Hey, hört sofort auf. Hä? Hä? Was zur Hölle willst du? Sie? Ich bin die nächste Runde, na los! Die alleine? Zack und bumm! Das war aber simpel. Usero. Verzieht euch. Verdammt, gehen wir. Sie waren es also, der mir die ganze Zeit gefolgt ist. Das hat er wohl gleich gemerkt. Ich will lernen, wie man stärker wird. Sehr noch. Okay, ich weiß, was sie meinen. Oh, er hat mich tatsächlich geglaubt. Aber naja, sie sind doch schon stark. Was war das denn gerade? Kung Fu? Ah. Ja, gewissermaßen. Aber ich hab's mir selbst beigebracht. Im Boxen müssen sie noch etwas an sich arbeiten, aber das war beeindruckend. Oh, danke. Uff. Oh. Oh, Moment, so? Der Junge ist ein Naturtalent. Sieht aus, als hätte er den Kick schon drauf. Übrigens, warum hast du dich vorher nicht verteidigt? Du hättest doch jede Menge Chancen, das Platz zu wenden. Wir dürfen unsere Faust nicht außerhalb des Studios einsetzen, so lautet die Regel. Oh, okay. Aber in dieser Situation gilt das doch wohl nicht, oder? Das wäre doch Notwehr gewesen. Wäre was gewesen? Ich meine, wenn du dich nur wehrst, sollst du nicht als Kampf, wird das nicht als Kampf zählen. Das würde doch auch Todoroki so sehen. Das wusste ich nicht. Kagami-san, richtig? Möchten Sie ein stärkerer Boxer werden? Mhm. Hm, ja, schon. Okay. Klingt, als hielt sich Oshikiri an die Regeln des Studios. Zumindest an die zu kämpfen außerhalb. Kann er aber nicht der Racheboxer sein, oder? Oder so, es ist zu früh für Spekulation. Da ist wohl noch erst noch mehr Weinarbeit angesagt. Ah, ah, ah. Nummer 2000. Wahrscheinlich wieder im Studio, oder? Doch nicht. Wieder später Nachmittag, hm. Im Auge des Drachen bekommen hier. Regenbogenfarben kurz, uiuiui. Ist ja richtig luxuriös hier. Gut, gut. Ja, dann. Was sagt jetzt unsere App hier? Hm? Hat immer noch 12% umgesperrt. Aber wie weiter kommen wir? Interessant. Heavy. Nimmt er weit nicht Spiel. Und das ist gesperrt oder nicht? Boom. So. Zack.
54 Punkte noch gemacht. Jetzt schmeckt mir. Ach, Jörn. Sehr schön, sehr schön. Wir verdienen gut Punkte. Hab schon wieder 6000. Nice. So, was kann man hier noch lernen? Angriffsboost erhöhen. Heute Angriffsschaden. Ja, dann nehmen wir doch mal. Der Schaden klingt immer gut. So, könnten wir hier sogar noch was lernen? Ja. Wie ich denn für günstig Geld hin da, ne? Und los. So. Sehr schön. Dann gucken wir nochmal hier. Ab ins Boxstudio. Na. Hey, Todo. Okay, wo ist Oshikari? Lauftraining, reißt seine Klamotten runter. Ich verstehe. Er fällt mir ein, Yamagi hier. Ich soll dir das von Kenja geben. Was ist das? Boxen für Anfänger? Er sagt, er wollte sich für neulich revanchieren. Was hast du denn getan? Vielleicht, weil ich ihm neulich geholfen habe. Stimmt ja, er hat ja gefragt, ob ich ein Checker boxe, wenn dann... Yagami, versuchst du Kenja mit albernen kleinen Geschenken für dich einzunehmen oder was? Das... kann ich echt nicht eine Sekunde aus den Augen lassen. Du brauchst nur Scheiße. Wenn ich dich erwische, bist du draus. Ah. Meine Güte, irgendwas sagt mir, dass ich mir immer noch nicht deine schwarze, zu einer schwarzen Liste stehe. Okay. Boxen bis 15 Jahre? Ernsthaft? Heißt das jetzt, wir sind ein Kind in seinen Augen? Okay, das war's. Amasawa? Yagami da. Hier ist Yagami. Was gibt es? Yagami-san. Gerade ist jemand dem Racheboxer zum Opfer gefallen. Was? Bist du sicher? Ja. Die Beschreibung mehrerer Zeugen treffen auf den Racheboxer zu. Das Opfer war ein ehemaliges Gangmitglied. Es gibt auch scheußliche Gerüchte, dass er Frauen misshandelt hat und so. Moment. Ist das gerade eben passiert? Yoshikiri war beim Lauftraining. Da geht es... Jetzt ein Alibi dahin. Yagami-san, außerdem ist etwas, was mich etwas irritiert. Mhm. Was denn? Rachebox hat neuerdings offenbar auch Kicks in seinem Repertoire. Kicks? Der Täter hat zuvor immer nur Boxtechnik benutzt, aber dass er jetzt plötzlich Kicks einsetzt, ist, gelinde gesagt, recht seltsam. Wenn ich so darüber nachdenke, hat sich Oshikiri letztens auch sehr auf meine Technik interessiert. Hat er das tatsächlich bei seinem Kampf eingesetzt? Nein. Nur Zufall. Also dann melde ich mich, wenn ich noch was finde. Merkwürdig, merkwürdig. Das ist doch nicht, oder? Tja. Ist immer noch bei Zwift gesperrt. Warum passiert das, ey? Ich will doch einfach nur hier vorankommen. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.